Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihnen, aber vor allem den Saarländerinnen und Saarländern liegt ein neuer Zukunftsplan für Bus und Bahn in diesem Land vor. 300 Seiten, drei Leitideen und eine Mission. Wir wollen Bus und Bahn in diesem Land attraktiver machen. Wir wollen ihn besser und wir wollen ihn bezahlbarer machen. Das ist der Leitgedanke für das Konzept der Mobilität der Zukunft, bei dem der Verkehrsentwicklungsplan ein Baustein darstellt. Der Verkehrsentwicklungsplan ist dabei ein Bekenntnis zu drei großen Zielen. Das erste ist, wir wollen mehr Klimaschutz. Das ist notwendig. Das hat uns das Bundesverfassungsgerichtsurteil noch mal nachdrücklich auch in unser aller Stammbuch geschrieben. Das war uns aber auch dem Grunde nach klar. Und jetzt geht es um die Verbindlichkeit. Wir wollen, zweites Ziel, mehr Lebensqualität. Denn Mobilität, dorthin zu fahren, wo man hin will, ohne im Stau zu stehen, noch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ist ein Beitrag auch zur mehr Lebensqualität. Und wir wollen mehr Zusammenhalt damit organisieren, indem man zueinander kommen kann innerhalb dieses Landes, gerne auch über die Landesgrenzen hinaus, nach Rheinland-Pfalz oder aber auch zu den französischen oder luxemburgischen Nachbarn. Das sind die großen Worte, das sind die großen Ziele, um die es geht. Aber ich kann Ihnen sagen, dass dieser Verkehrsentwicklungsplan insofern eine gute Mischung ist aus den großen Worten, aus den Versprechen, aus dem, was man gemeinhin als Vision bezeichnet und dem, was man auch an konkreten Schritten definieren muss, damit aus den Visionen Projekte werden und damit daraus ein Arbeitsprogramm auch wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben einen Plan, wir haben auch die Finanzmittel und wir haben das Personal, um das, was in diesem Plan geschrieben steht, umzusetzen. Und das Gute ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn man von Personal und Finanzmitteln immer auch mehr haben kann, das geht nicht erst los, irgendwann fernliegend in der Zukunft, sondern die Zukunft beginnt jetzt. Sie beginnt jetzt und wenn man will, am 1.7. Insofern ist das schlicht falsch, was der Kollege Dörr hier sagt, dass das einfach nur irgendwelche Bilder hier für die Zukunft sind, ohne realen Hintergrund. Das Gegenteil ist der Fall. Und es ist am Ende auch die gute Mischung zwischen dem, was man sich vornimmt für die Zukunft und dem, was man jetzt an dieser Stelle umsetzen kann. Und das zeichnet diesen Plan letztendlich auch aus. Wenn ich sage, die Zukunft beginnt jetzt, dann ist das das Tarifsystem, das wir überarbeiten wollen zum Startpunkt 1. Juli. Und es ist insofern auch nur einmal verschoben worden, als dass der Startpunkt 1. Januar uns angesichts der pandemischen Lage kein guter Startpunkt erschienen ist. Und das, was in diesem Tarifsystem zum Ausdruck kommt, ist, das ist neu, das ist einfacher und das ist vor allem für ganz, ganz viele Nutzerinnen und Nutzer kostengünstiger sein wird. Für die Abonnentinnen und Abonnenten, für diejenigen, die regelmäßig im ÖPNV unterwegs sein werden, wird die Wabe überhaupt keine Rolle mehr spielen. Sie haben nämlich ihr Monatsabo und das macht an keiner Grenze Halt, sondern es gilt für das gesamte Land und zwar unabhängig davon, wie viele Waben man dabei durchfährt. Und das ersetzt natürlich die ein oder andere komplizierte Regelung der Vergangenheit. Das war ja auch unser Anspruch mit den sogenannten Flatrate-Angeboten und ist deshalb im Grunde genommen auch schon der Weg hin, ja, zu einer saarlandweiten Flat quasi. Der nächste Schritt ist damit vorbereitet und auch angedacht. Wir gehen mit diesen Flatrates unterschiedlichen Zielgruppen entgegen, bei denen wir werben wollen, dass sie umsteigen, dass sie einsteigen in den ÖPNV. Eine große Zielgruppe für uns, nicht nur aus verkehrspolitischer Sicht, sondern durchaus aus familien- und sozialpolitischer Sicht, das sind die Familien bei uns im Saarland mit Kindern.
Und deshalb ist es gut und richtig, dass wir ein attraktives Schülerinnen- und Schülerticket eingeführt haben, dass wir dort eine Verbesserung auch für die Auszubildenden auch haben, die zu ganz, ganz konkreten Einsparungen auch führen werden. Und nicht nur irgendwie, sondern diejenigen, die jetzt ihre Schreiben bekommen haben. Ja, da sind auch welche dabei, da ist die Ersparnis nicht ganz so groß. Und Herr Dörr, es tut mir leid, dass es bei Ihnen nicht der Fall ist, aber Sie waren auch an der Stelle nicht meine persönliche Zielgruppe, sondern die Familien in diesem Land waren es. Und da will ich das mal, damit man das verstehen kann, was das für viele Familien in diesem Land hier bedeutet, dass man an zwei Beispielen festmachen, die jetzt nicht frei erfunden sind, sondern die es exakt auch so gibt. Wenn die Familie, wir nennen sie mal König aus Illingen, mit zwei Kindern auf der Waldorfschule in Bexbach vertreten ist, dann spart sie zukünftig gegenüber dem Jetzt-Zustand. Wie gesagt, nicht konstruiert, sondern exakt so ist das. Dann spart diese Familie zukünftig 552 Euro im Jahr. Ich finde, das ist für diese Familie König eine satte Netto-Lohnerhöhung, die sie so ohne weiteres auch nicht mit neuem IG Metall-Abschluss so hinbekommen hätte. Und das muss man dann auch so feststellen. Und lieber Bernd Wegner, wir können auch eine andere Familie nehmen. Sie kann auch in Riegelsberg auch wohnen und sie hat drei Kinder. Und die Kinder gehen auf eine weiterführende Schule in Saarbrücken. Ich bin mir sicher, du kennst viele Kinder, auf die das und viele Familien, auf die das zutrifft. Sie sparen fast 600 Euro im Jahr mit unserem neuen Tarifsystem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie können diese Tickets nicht wie vorher nur auf dieser Streckenrelation nutzen, sondern Sie können sie auch in der Freizeit auf allen anderen Strecken im gesamten Land nutzen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das nicht eine zeitnahe, eine konkrete und für viele Familien in diesem Land massive Verbesserung ihrer finanziellen Situation über die Nutzung des ÖPNVs ist, dann weiß ich nicht, was wir noch anbieten sollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist konkrete Politik für Familien und den ÖPNV im Land. Das ist nur eines der Abo-Modelle. Natürlich, das 9-Uhr-Abo kommt dazu für diejenigen, die sagen, für mich passt das. Es gibt auch welche für diejenigen, das nicht passt. Da gibt es andere Abo-Modelle, die dazu beitragen können. Pendlerinnen und Pendler, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bis zu 20% sparen. Und wenn der Arbeitgeber mitmacht, sind es 40% Ersparnis gegenüber dem jetzigen Modell, meine sehr verehrten Damen und Herren. 40%, das kann sich jeder, der bislang als Pendler in diesem Land unterwegs ist, ja gerne ausrechnen, was ihn das kostet. Und wir haben, was es bislang so nicht gab, das soziale Fährticket eingeführt. In Saarbrücken gab es sowas schon. Wir haben es jetzt miteinander verschnitten und jetzt gibt es dieses Angebot im ganzen Land. 29 Euro im Monat kostet dieses Ticket. Und Ziel war es auch zu sagen, es darf nicht teurer sein als das, was in den Sätzen auch als Leistungsempfänger für Mobilität auch mit angerechnet ist. Ich halte das für richtig. Das darf nicht teurer sein und das haben wir an dieser Stelle erreicht. Und wenn man das mal zusammenrechnet, nämlich 29 Euro mal 12 Monate, dann komme ich bei 348 Euro raus. Und das ist kleiner als 365 Euro Tickets, um das auch mal zu sagen. Es ist immerhin der Einstieg. Und natürlich würde ich als Verkehrsministerin am allerliebsten sagen, wir machen das alles sofort und kostenfrei. Aber ganz so einfach funktioniert das eben nicht. Und alle anderen, die das auch schon teilweise jetzt gemacht haben, sind auch schon ein bisschen länger gestartet. Und um ehrlich zu sein, wenn wir die Mittel ausgeben, die wir jetzt zur Verfügung haben, muss man auch gut überlegen, wofür man sie ausgibt. Denn ein Gesamtkonzept ist nur dann ein gutes Gesamtkonzept, wenn es nicht nur um die Preise geht, sondern auch um das Angebot geht. Und da müssen wir genauso besser werden. Und das ist das, was wir erstmal gemeinsam nach vorne schieben werden. Eine Ausweitung des Angebots zu besseren Preisen. Nur auf das eine zu setzen, führt nicht dazu, dass man insgesamt deutlich attraktiver wird. Denn was nützt es in der Tat, eine günstige Alternative zu haben, wenn der Bus bei einem nicht stillhält? Und deshalb muss man beides tun und deshalb muss man die Mittel erstmal in beiden Bereichen auch zum Einsatz bringen. Die Gelegenheitsfahrerinnen und Gelegenheitsfahrer sind auch schon
angesprochen worden. Sie profitieren von reduzierten Tarifstufen und attraktiven Tageskarten. Kollegin Gillen, wenn Sie zusammen mit dem Kollegen Scharf und dem Kollegen Jung zum gemeinsamen Shopping nach Saarbrücken aufbrechen würden, eine spannende Vorstellung. Sie können uns ja vielleicht bei Gelegenheit berichten, dann bezahlen Sie für Ihren kleinen Shopping-Ausflug nicht mehr als 18,90 Euro zusammen für alle. Und das Gute ist, ich kann noch zum Kollegen Jung einsteigen und kann noch mitfahren, denn es kann noch ein weiterer mitfahren. Das zeigt doch auch ein bisschen, dass auch für Gelegenheitsfahrerinnen und Gelegenheitsfahrer, für Familien, aber auch für Touristen in diesem Land tatsächlich ein attraktives Angebot auch mitgedacht ist. Alles das führt natürlich dazu, denn dass auch weniger Geld erstmal eingenommen wird. Denn jeder Euro, der jetzt von einer Familie, von einem Pendler oder einem Gelegenheitsfahrer nicht gezahlt wird, fehlt auf der Einnahmeseite. Gleichzeitig bleiben aber die Kosten die gleichen. Insofern muss es ausgeglichen werden. Und das ist der Punkt, wo wir auch mit den Geldern, die der Landtag dafür zur Verfügung gestellt hat, in die Finanzierung gegangen sind. Einen Pakt auch mit den Kommunen geschlossen haben. Denn ich habe gesagt, es muss auf dieser Waage immer gleich was aufgelegt werden. Und der Pakt besagt, wir bezahlen erst einmal die Kosten dieser Tarifreform und die Kommunen sichern zu, dass das Angebot in den nächsten Jahren nicht zurückgefahren wird, mindestens gleich bleibt und dort, wo sie verantwortlich sind, am bestenfalls noch ausgebaut wird. Das ist das, was wir miteinander an dieser Stelle vereinbart haben. Und ich will das auch noch mal in Erinnerung rufen, denn wir brauchen beides. Und ich will auch deutlich sagen, wir sind hier in die Vorhand gegangen mit dem, was wir als Land gemacht haben mit dieser Tarifreform, aber ohne ein Engagement von kommunaler Seite. Und das ist dann auch Ausdruck von politischer Schwerpunktsetzung in einer Kommune. Wird es alleine nicht funktionieren. Wir finanzieren jetzt teilweise Dinge, die auch durch Kommunen getragen werden müssten. Jetzt wissen wir aber um die Finanzlage. Und es war mir völlig klar, dass wenn ich das alles finanziell mit den Kommunen in diesem Land stemmen soll und sie möglicherweise es sogar alleine stemmen müssten, dann würde es nicht stattfinden. Und dann würden wir hier über hätte und wäre und wenn diskutieren, aber nicht über 1.7. wir machen. Und das ist der Unterschied. Nicht reden, sondern machen an dieser Stelle. Und ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Geld auch haben, dass wir es ausgeben können, dass wir es investieren können im Sinne von Zukunft machen in diesem Land. Mindestens 30 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 kostet uns diese Tarifreform. Aber es ist gut, dass wir es machen, denn das ist das Zukunftssignal für Mobilität in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das wird alles noch nicht ausreichen. Da bin ich absolut beim Herrn Kollegen Flaccus dabei. Insbesondere dann, wenn ich zum nächsten Punkt zu sprechen komme, nämlich zu den Reaktivierungen. Strecken zu reaktivieren ist das eine. Der schienengebundene Verkehr ist immer noch das Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs. Aber der Verkehr dafür zu bestellen, dass auch was auf den aktivierten Schienen stattfindet, ist eben das andere. Und das, was wir bislang als sogenannte Regionalisierungsmittel vom Bund erhalten, ist bereits in der Summe, so wie es bislang zur Verfügung steht, gebunden. Das sind rund 100 Millionen Euro jährlich. Und deshalb ist eines völlig klar. Wenn die Beschlüsse der Bundesregierung, und heute waren sie ja im Kabinett, nicht nur Beschlüsse in den Zielen bleiben sollen, sondern auch dazu führen, dass man sie erreichen kann, dann wird diese Bundesregierung, dann werden die Länder und dann werden die Kommunen in den nächsten Jahren mehrere Milliarden Euro zusätzlich ausgeben müssen, um den Verkehr zu organisieren, den wir brauchen, um die Klimaschutzziele im Verkehrssektor zu erreichen. Mindestens zweistellige Milliardenbeträge, sage ich voraus, wird man alleine für den Verkehrssektor zusätzlich brauchen, um das zu organisieren, was wir uns hier vorgenommen haben. Aber darauf zu warten, Herr Kollege Flaccus, weil Sie gesagt haben, es ist nicht alles ausfinanziert, darauf zu warten, bis das fertig ist und geklärt ist politisch, und dann erst in Machbarkeitsstudien einzusteigen, das halte ich nicht für besonders zukunftsträchtig, dieses Modell. Deshalb werden wir für alle Strecken, die jetzt als realistisch erscheinen, dass wir sie reaktivieren können,
alle Strecken in die Machbarkeitsstudien einsteigen. Nicht warten, bis alle letzten Fragen geklärt sind. Ich bin mir ganz sicher, keine Regierung hier, auch egal wie sie zusammengesetzt sein mag nach dem Herbst, wird drumherum kommen, hier zusätzliches Geld in die Hand zu nehmen. Darauf setze ich und darauf planen wir auch unsere Streckenreaktivierungen auch an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das sind viele. Das sind wirklich viele, über die wir reden. Der Kollege Paulun hat eben gesagt, die Abgeordneten sind mittendrin. Sie sind nah an den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb stehen sie auch immer für Regionen, für bestimmte Räume. Und wenn man das ein bisschen festmachen will, dann kann man auch zum Beispiel sagen, Beispiel Rosseltalbahn mit der Saarbrücken mit dem Warn verbunden werden wird und damit auch gut für den Westen Saarbrückens ist, liebe Isolde Ries, stellvertretend für viele Bürgerinnen und Bürger, die da wohnen, aber auch für Völklingen und Großosseln, liebe Petra Fretter, dort wird man etwas hinbekommen, was eine unfassbar bessere Verbindung und Qualität der Verbindung für diesen Raum zum einen Richtung Saarbrücken, aber auch für Völklingen bedeuten wird. Und um es mal zu sagen, was das Äquivalent der Einsparungen im CO2-Bereich für diese Rosseltalbahn ist, das sind 1250 Tonnen CO2, die wir dort pro Jahr einsparen, wenn diese Streckenreaktivierung stattfindet. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Biestalbahn, die Anbindung von Saarlouis, alles was dazugehört. Und wenn man jetzt sieht, wie die Dinge zueinander gehen, Stichwort Eswold und alles was dazugehört, natürlich werden wir das jetzt untersuchen, natürlich wird da ein Verkehrskonzept erstellt werden und es macht das, was wir vorher schon gedacht haben, noch ein Stück sinnvoller, weil wir nämlich jetzt nicht nur an der Stelle auch über Personennahverkehr sprechen, das ist ja der Verkehrsentwicklungsplan für den Personennahverkehr, sondern anschließend auch noch über Güterverkehre reden, dann macht das alles erst recht sind und genau das wird jetzt untersucht werden. Das gilt im Übrigen auch für die Anbindung, lieber Rainer Zimmer, für Heusweiler und Lebach, gucken, wie man das vernünftig in ein Konzept auch mit einbringen kann. Merzig und Losheim, liebe Helma, die Strecke genauso, aber auch in der Verlängerung, liebe Dagmar, wenn wir über Dillingen nach Lebach fahren und vielleicht sogar ein Stück weiter nach Wadern fahren, das ist eine völlig neue Erschließung auch von Räumen, die es bislang in dieser Qualität nicht gegeben hat. Ulrich Kommersohn wird ab Schafbrücke aus auch mit der Saarbahn fahren können. Und alles das wird integriert in einem Netz sein. Und insofern ist das auch kein Etikettenschwindel, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben auf der einen Seite die Saarbahn und auf der anderen Seite die Regionalbahn. Dem Nutzer ist es allerdings völlig egal, eigentlich, ob er gerade in der Saarbahn oder in der Regionalbahn sitzt. Er will mit einem Zug von A nach B kommen, egal was da für ein Schild dran hängt. Und deshalb macht es Sinn, aus diesen beiden Systemen ein S-Bahn-System zu machen und das Saarland als gesamten Verkehrsraum letztendlich damit zu durchdringen. Und ich glaube, Sarah Gillen, was sie hat gesagt, 15-Minuten-Takt von Saarlouis über Völklingen, Saarbrücken, St. Ingbert, das ist genauso, als wenn ich auch in Berlin unterwegs bin und einfach zum Bahnsteig gehe und weiß, wann der nächste Zug kommt. Dann muss ich nicht gucken, wann er kommt. Ich weiß, dass er bald kommen wird. Und das ist eine Taktung, die wird das ganze System auch für Pendlerinnen und Pendler sehr, sehr attraktiv machen. Und es wird gerade für die Landeshauptstadt Saarbrücken auch städteplanerisch völlig neue Optionen eröffnen. Alles das, was nicht als Individualverkehr hier nach Saarbrücken reinkommt, alles das, was nicht dafür einen Parkplatz braucht, steht als Fläche überplanbar zur Verfügung, um für Lebensqualität zu sorgen, um aber auch die Nutzung von Verkehrsflächen anders zu organisieren, mehr Sicherheit auch für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Alles das steckt als Potenzial, als Chance, als Zukunftsmusik der weiteren Entwicklung in diesem Verkehrsentwicklungsplan. Und das ist gar nicht der Punkt, den wir schon im Ministerium heute fertig gedacht haben müssen, sondern das ist der Punkt, von dem die neuen Überlegungen auch in kommunalpolitischer Verantwortung überhaupt erst anschließen können. Ich sage aber auch ausdrücklich, auch anschließen müssen, denn das ist eine wirkliche kommunalpolitische Gestaltungsoption, wie es sie vorher gar nicht gegeben hat, bis hin zu Stadtteilen auch der Landeshauptstadt Saarbrücken, die erstmals schienenangebunden erschlossen werden können.
Eine völlig neue Wohnqualität wird dort entstehen. Das wird wirklich ein Zukunftsprogramm für viele sein, auch diejenigen, die zum Beispiel schon an bestehenden Strecken einen zusätzlichen Haltepunkt auch bekommen können, weil sie plötzlich schienenangebunden auch sein werden. Eine völlig neue Qualität. Und deshalb muss ich auch mal sagen, es ist richtig, wenn der Kollege Paulun gesagt hat, wenn die Debatte danach läuft und ja trotzdem bei mir vor der Haustür fehlt noch eine Bushaltestelle, dann verkennt das die Chancen und Möglichkeiten. Und es verkennt vor allem die Impulse, die von dem ausgehen, was jetzt schon drinsteht. Wir müssen etwas daraus machen, schon unabhängig davon, ob es drinsteht oder ob wir es erst machen, nachdem es vorbereitet worden ist. Das ist die Aufgabe all derer, die politische Verantwortung tragen. Mitmachen statt mies machen. Das ist das Motto in diesem Zusammenhang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich geht es auch darum, nicht nur in die klassische Infrastruktur zu investieren, sondern das Ganze auch so nutzerfreundlich auszugestalten, dass im Grunde genommen das Handy die Fahrkarte wird. Digitalisierung. Und ich weiß ja auch, und ich habe mir die Passagen auch dazu durchgelesen, der Kollege Mildau hat es hier angesprochen, ich kann mich gut daran erinnern, dass die Enquete-Kommission sich sehr intensiv damit befasst hat. Und das ist exakt der Grund, warum wir auch die Stabsstelle Digitalisierung jetzt dort eingerichtet haben. Damit das nicht als zusätzliches Geschäft für die immer gleichen Leute laufen muss, sondern dort ausdrücklich auch in Form von Personalisierung als Aufgabe angenommen wird, an der Stelle besser zu werden, als wir in der Vergangenheit gewesen sind. Echtzeitinformationen, elektronische Fahrplanauskunft, alles das, direkte Bezahlfunktionen, alles das, was da dazugehört, das gilt es jetzt für die Zukunft auch weiterzuentwickeln. Das wollen wir mit dem Kompetenzcenter Digitalisierung auch vorantreiben. Plus ergänzende Elemente, On-Demand-Verkehre, autonomes Fahren, das sind alles noch separat. Felder, die jetzt gar nicht in der Hauptsache ausgeleuchtet worden sind durch den Verkehrsentwicklungsplan. Die Finanzierung, ich habe sie eben schon angesprochen, es gibt ja unterschiedliche Szenarien in diesem Verkehrsentwicklungsplan. Wenn wir nur das ausgeben, von dem ich jetzt schon weiß, was ich habe, können wir auch schon viel machen. Dann gibt es noch ein mittleres Szenario, da steht dann auch immer drin, was man damit erreichen kann an neuen und zusätzlichen Fahrgästen und was man dadurch an CO2 einspart. Und es gibt ein optimistisches Szenario. Und das ist das, auf das ich hinarbeiten möchte. Zukunftsoptimistisch die Planungen in diesem Land hier anzugehen, wenn es um die Frage der Mobilität auch angeht. Mit allen Potenzialen, die letztendlich auch damit drinstecken. 20.000 Fahrgäste täglich könnten damit vom Auto, von was auch immer, auf Bus und Bahn gebracht werden. Ein Angebot an 20.000 Menschen in diesem Land, umzusteigen und einzusteigen. Das ist die Zielperspektive, wie ich finde, an der wir arbeiten sollen. Mit einem Einsparpotenzial von 10.000 Tonnen CO2. Auch das ist unser Beitrag zum Klimaschutz. Nicht nur drüber reden, sondern es auch machen, wenn es gilt. Alles das und noch ein bisschen mehr steckt in diesem Plan mit drin. Und natürlich ist es ein Plan, der lebt. Vielleicht muss er in 2, 3 Jahren auf der Wegstrecke ergänzt werden. Und natürlich müssen wir ihn angucken, wie gut er sich realisieren lässt und was es schon wieder für neuerliche Entwicklungen gibt. Insofern ist das vollkommen richtig, Herr Kollege Flaccus. Wir müssen gucken, dass wir da ein Auge weiterhin darauf haben, dass das Verkehrsministerium auf der einen Seite, aber auch die Abgeordneten, mir ist insofern allerdings nicht sehr bange darüber, dass die Abgeordneten kein waches Auge darauf haben sollten, wie sich dieser Plan auch entwickelt. Aber eines bleibt dieser Plan. Der Plan bleibt die umfassendste Zukunftsvision für die Mobilität in diesem Land in den letzten Jahrzehnten. Das ist er. Und zwar nicht nur im Sinne von klassischer Vision, sondern aufgeteilt in dem, was etwas ferner in der Zukunft liegt und was man erst realisieren muss. Sie wissen, alle Verkehrsprojekte brauchen eben auch immer mal ein wenig mehr Zeit. Planungsrecht auch als Äquivalent für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, aber eben auch Baurecht und das Bauen selbst, wenn man über Streckenreaktivierungen spricht, ist ein Punkt, den man nicht ausblenden kann. Aber wir haben auch Elemente drin, die sehr zeitnah, sehr konkret auch umgesetzt werden können, von denen vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger profitieren werden. Und das als letztes Stichwort genannt an dieser Stelle. Ja, das ist sehr inhaltlich, das sind sehr konkrete Maßnahmen.
Was wir an dieser Stelle nicht beantwortet haben, was auch nicht Aufgabe des Verkehrsentwicklungsplans war, ist die Struktur, in der das stattfindet. Wie viele Zweckverbände brauchen wir denn im Land oder auch nicht? Dazu haben wir uns auch in der Koalition vereinbart, dass das separat besprochen und begutachtet wird. Denn ganz so einfach ist die Antwort darauf nicht. Wir haben auch kommunale Verkehrsbetriebe, die sich selber auch ganz gut organisieren und individuelle Angebote auch machen. Wir haben es mit einer Situation zu tun, wo wir, ob es einem gefällt oder nicht, ein Ausschreibungsrecht zu beachten haben. Und wo wir, der ein oder andere aus dem Parlament mag sich daran erinnern, ganz froh waren, dass es uns rechtlich gerade so noch gelungen ist, die ein oder andere Inhouse-Vergabe bei einem kommunalen Betrieb zu belassen. Und da muss man einfach mal auch sagen, immer Vorsicht an der Bahnsteigkante. Denn gut gemeint ist nicht immer gut gemacht an dieser Stelle. Und alles das, finde ich, muss man sich sehr sauber angucken. Wovon ich allerdings sehr überzeugt bin, ist, dass wir die richtige Reihenfolge gewählt haben. Denn ein Jahr und mehr über Strukturen zu reden und die Zeit damit zu füllen und nichts für die Bürgerinnen und Bürger gemacht zu haben, scheint mir die falsche Reihenfolge zu sein. Denn von Reden und Diskutieren über Strukturen wird nichts billiger, gibt es keinen Zug mehr, gibt es auch keinen besseren Bus, sondern nur von dem, was in diesem Plan steht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, erst das machen, was geht, und dann über die Strukturen reden und da, wo es passt, sie auch verändern, verbessern, von mir aus auch ein völlig neues Modell aufsetzen. Das ist die Reihenfolge, für die wir uns entschieden haben. Ich finde, es ist die klügere Reihenfolge, weil sie sich eben an den Interessen der Saarländerinnen und Saarländer, aber auch an unserer Verpflichtung, aktiv Klimaschutz zu betreiben, orientiert. Ich will kurz noch einen Punkt aufgreifen, weil ich glaube, ich bin ja, weiß ich nicht, ob letzte Rednerin, ist mir auch egal. Stefan Paulun hat zu diesem Verkehrsentwicklungsplan gesprochen. Wahrscheinlich nicht mehr. Des Verkehrsentwicklungsplans gesprochen, und deshalb will ich mich für das bedanken, was er gesagt hat. Lieber Stefan, in der Sache, wie immer. Ich habe auch ein kleines Tränchen müssen verdrücken. Ich habe in deiner Stimme auch gehört, dass es dir nicht ganz so leicht gefallen ist. Ich finde, das ist das beste Zeichen, wenn man irgendwo weggeht, dass es einem nicht ganz so leicht fällt. Und wir haben sicherlich noch andere Gelegenheit, vielleicht Danke zu sagen, schönere, wo wir ohne Masken uns gegenüberstehen. Aber ich will trotzdem jetzt das, was du gesagt hast, in deinen Abschiedsworten nicht unbeantwortet lassen, zumindest nicht von meiner Seite, und will dem Dank und dem Auftrag, den du hier auch in das Parlament gegeben hast, meinen Dank auch anfügen an dich als Abgeordneter, als parlamentarischer Geschäftsführer, als Fraktionsvorsitzender und, wenn man die inhaltliche Brücke schlagen will, auch als Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr, und will diesen Dank auch ganz persönlich aussprechen, lieber Stefan, für eine wirklich gute Zusammenarbeit, die wir auch hatten. Ein Dankeschön für ein gemeinsames Wirken in schönen Stunden und auch in schwierigen Stunden. Dafür ein herzliches Dankeschön. Und auch wenn wir nach Walsheim keine Strecke bauen mit der Bahn, werden wir trotzdem, glaube ich, auch nach deinem Ausscheiden aus diesem Parlament Wege finden, zueinander zu kommen. In diesem Sinne herzliches Dankeschön an Neuer Wirkungsstätte. Alles, alles Gute. Vielen Dank für gute politische Zusammenarbeit. Herzlichen Dank, Stefan. Und jetzt ist es an uns, aus diesem Plan etwas zu machen. Ich bin dazu fest entschlossen. Ich lade Sie alle herzlich ein, das konstruktiv zu begleiten, das Große darin zu sehen, es im Kleinen auch ein bisschen besser zu machen. Und wenn wir eines gesehen haben, einer ist ganz sicherlich nicht als Markenbotschafter für den ÖPNV in diesem Land geeignet. Die restlichen lade ich alle herzlich dazu ein. Vielen Dank und Glück auf.